Überraschung, ich färbe wieder. Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadine und ich bin das Gesicht hinter Shibot Garne, meinem Online-Shop für normalerweise handgefärbte Wolle, Garne aus dem Atelier Zitron, Strickzubehör von Haya Haya und Anleitungen, Blog, Infos und viele mehr. Aktuell sind allerdings nur die Anleitungen online. Wolle gibt es momentan nicht zu kaufen, weil ich immer noch eigentlich offiziell in Babypause bin. Aber die Anleitungen haben sich so viele von euch gewünscht und deswegen sind die auch wieder online und ihr könnt sie ja herunterladen, wenn ihr Interesse daran habt. Meine Seite findet ihr auf www.shibotgarne.de. Aber sowieso findet ihr alle Shownotes, also alle Infos rund um diese Episode, Links über alles, was ich sprechen werde, auf meinem Blog. Und dort sind dann die Shownotes. Alles ganz einfach zu finden. Genau, und ich möchte heute auch starten, denn ich habe Projekte, die ich zeigen kann. Ein Projekt, das ihr da hinten seht, halte ich seit, ach, ich habe keine Ahnung, seit Monaten in die Kamera. Und zwar meine Club Blanket. Die möchte ich jetzt mal holen. Ja, und zwar verstricke ich immer noch meine Reste aus den vergangenen Botsocks Clubs zu einer Decke. Schau ich mal, ich befinde mich natürlich wieder mitten in einer Reihe und zeige euch mal, wie weit ich denn mittlerweile bin. Also Botsocks Clubs gab es immer zu den Jahreszeiten für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich habe mit dem Herbst gestartet und das ist hier unten der September gewesen mit dem passenden Mini dazu. Dann der Oktober und der Mini, der November, der Dezember ist komplett verstrickt und ich befinde mich gerade im Januar und wir haben Juni. Ich hinke also mächtig hinterher mit dem Verstricken meiner Reste. Ja, wenn ihr an dieser Konstruktion interessiert seid, also die Decke sieht vorne so aus und auf der Rückseite ist das Muster so, dann schaut am besten bei den Anleitungen vorbei, denn die Anleitung ist kostenlos, bis ich mit meiner Decke fertig bin. So lange wird sie kostenlos erhältlich sein. Bei mir auf der Seite www.shibotgarne.de bei den Anleitungen findet ihr die ganz, 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 ganz oben. Ja, also da bin ich noch mächtig dabei und ich kann euch jetzt die Breite auch nicht wirklich zeigen, müsste ungefähr 1,50 Meter sein. Mal schauen, wie ihr es euch so ungefähr vorstellen könnt. Also sie ist sehr breit und wird auf jeden Fall sehr lang. Und eigentlich war das Ziel, dass es im Sommer fertig ist. Es wäre dann im August gewesen. Kann man abhaken. Vielleicht August nächstes Jahr. Mal gucken. Mal schauen. Aber mit einem Baby, das sage ich ja jedes Mal in jeder Folge, kommt man irgendwie nicht so wirklich zum Stricken, wie man das vorher konnte. Genau, also mein Projekt Nummer 1 immer noch auf den Nadeln und wenn ihr Interesse an der Anleitung habt, die heißt Club Blanket. Ich verlinke es allerdings auch nochmal in den Shownotes auf meinem Blog. Ja, und dann habe ich ein neues Projekt gestartet. Wer mir auf Instagram folgt, dort findet ihr mich auch als Shibot Garne. Der hat vielleicht gesehen, dass ich ein neues Sockenprojekt auf den Nadeln habe. Und zwar habe ich dafür, ich zeige euch jetzt erstmal die Wolle, zwei verschiedene Garne verwendet, einmal aus meinem eigenen Hause. Das hier sind die Soft Socks in der Farbe Vanilla Sky. Halte ich mal so rein. Das ist meine Kontrastfarbe, die hängt allerdings an einer Socke dran, die ich euch gleich zeigen werde. Und meine Hauptfarbe ist von Nicole C. Mendes, auch ein handgefärbtes Garn und zwar ein Garn, das ich selbst streift, also ein Self-Striping Sockyarn und die Färbung heißt Sitting in the Morning Sun. Hier das Etikett von Nicole C. Mendes. Sie hat wirklich tolle Garne, empfehle ich jedem mal vorbeizuschauen. Und diese Socken sind der Knaller schlechthin. Ich habe
Die eine fast fertig. Ich bin gerade bei der Spitze. Ich zeige euch jetzt einfach mal, da klackern die Nadeln, wie die Socke ausschaut. Also hier die Kontrastfarbe. Hier habe ich, ich kriege eine einfache Stino-Socke. Ich habe 60 Maschen angeschlagen und dann 15 Runden, eins rechts, eins links gestrickt fürs Bündchen. Eben mit der Vanilla Sky. Und das hier ist eben dieses tolle Streifengarn. Ferse habe ich gestrickt. Die Ferse, die ich in der Anleitung Globetrotter Socks beschreibe oder aber auch in der Anleitung Fading Rainbow Socks. Und die habe ich hier eben für verwendet. Das ist ähnlich wie eine Bumerang-Ferse, nur dass ich eben keine Runden drüber stricken muss, damit eben das Kontrast gar nicht oben verläuft. Und ich habe auch nicht diese Löcher, die häufig bei so einer Art von Ferse entstehen. Also mit verkürzten Reihen eine Ferse, aber ohne Löcher und ohne Zwischenrunden, die störend hier oben optisch störend entlang laufen würden. Genau, ich denke irgendwann, weil viele immer nach der Ferse fragen, werde ich meine extra Anleitung dazu vielleicht schreiben, die dann, ich weiß auch nicht, die Schibott-Ferse oder so ähnlich nennen. Genau, weil, ja, da fragen immer recht viele danach und ich mag die Ferse ganz gern. Dann eben hier wieder das selbststreifende Sockengarn von Nicole Simendes und jetzt eben gerade bin ich bei der Spitze und mache hier gerade meine Abnahmen brav. Also die ist eigentlich, wäre wahrscheinlich in 5 bis 10 Minuten fertig gestrickt, wenn man denn die Zeit hätte. Aber im Prinzip bin ich ja schon fertig mit einer Socke, denn ich habe die zweite Fäden verheddern bereits angefangen. Ja, und hier eben gleiches Spiel, ich mache es genauso. Eine Sache mache ich allerdings anders als normalerweise. Normalerweise, egal welche Socken ich stricke, hänge ich mir, jetzt habe ich keinen da, einen Maschenmarkierer rein, um die Reihen zählen zu können. Also wie viele Runden ich gestrickt habe, bis ich mit der Ferse angefangen habe oder bis ich mit der Spitze dann anfangen kann. Also wie viele Runden ich für den Fuß habe und für den Schaft habe. Aber das habe ich diesmal eben nicht gemacht, denn ich werde mich an den Streifen orientieren. Deswegen fange ich hier auch wieder mit dem Orange an, genauso wie hier auch. Und werde dann, wenn ich mit dem Pinken hier zum zweiten Mal durch bin, eben auch wieder die Ferse stricken. Ich weiß jetzt schon, dass die Rundenanzahl nicht exakt stimmen wird. Nicht, weil Nicole Simendes ungleich lang die Fäden gefärbt hat, sondern weil meine Fadenhaltung ganz einfach variieren wird. Also die Spannung der Fäden wird nicht stimmen. Mal gucken, ob ich denn dann damit zufrieden bin. Denn eigentlich, wenn ich 60 Runden auf der einen Socke habe, will ich auch 60 Runden auf der anderen. Aber ich habe deswegen absichtlich nicht gezählt und orientiere mich eben anhand der Streifen. Ja, so viel dazu. Also könnte eigentlich relativ schnell fertig werden. Und im Gegensatz zur Decke muss ich auch sagen, es ist ein befriedigenderes Projekt als eben die Decke. Weil beim Sockenstricken sehe ich eben den Fortschritt. Ne? So ein Ringel, den kann ich stricken, während die Kleine gerade sich beschäftigt. Aber an der Decke eine Reihe zu stricken, das dauert eben einfach länger. Deswegen könnte es sein, dass sie vielleicht schneller fertig sind, als ich es eigentlich geplant habe. Ja, und das war es eigentlich auch schon so ziemlich mit meinen aktuellen Projekten. Ihr wisst, ich habe, hier hinten sieht man es, ein paar Projekttaschen mit, wie nennt man das denn? Sind das überhaupt noch UFOs? Ich habe keine Ahnung, wenn die wirklich so in Vergessenheit geraten und schon mehrere Jahre irgendwo rumliegen. Sie sind nicht fertiggestellt, aber ich habe auch keine Lust mehr dran zu arbeiten. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwann den Rappel und werde wieder machen. Deswegen, ich habe eigentlich nur 2 Projekte, an denen ich eben momentan arbeite. Ja, und dann eben, jetzt die große Überraschung, wer mir auf Instagram folgt oder eben auch auf Facebook, wird schon festgestellt haben, ich färbe wieder. Ich habe es geschafft, durch viel Zeitmanagement mir ein bisschen Freiraum zu schaffen und den nutze ich, um wieder Wolle färben zu können, was ich wirklich dringend brauche und was mir unglaublich gut tut. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie gut mir das tut, einfach mal den Kopf abschalten zu können und
ja, meiner Kreativität wieder freien Lauf lassen zu können. Denn Färben ist einfach meine Leidenschaft, macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe es wirklich, wirklich, wirklich sehr vermisst. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich in Babypause bin. Ich habe einfach das Verlangen gehabt, ja, mich wieder austoben zu können. Also, es gibt immer noch keine Wolle im Shop, zumindest nicht so, wie ihr das gewohnt seid. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, ja, was bei mir so entstanden ist. Ein paar Farben, die wieder aus den Töpfen gehüpft sind. Das sind alles Färbungen aus meinem Standardprogramm. Ich wollte einfach nur wissen, ob ich es noch drauf habe. Und ja, ich würde sagen, ich kann es noch. Hier beispielsweise seht ihr auf den Soft Socks gefärbt Sunflower auf der gleichen Base. Habe ich dieses, wow, okay, das ist knallig in der Kamera. Es ist auch ziemlich knallig. Oder, wenn es etwas gedämpfter mag. Beispielsweise, ich habe jetzt nicht alle hergetragen, ich schiel darüber, weil da ist noch ein Haufen anderer Wolle. Weil wenn ich schon färbe, wegen 10 Strängen fange ich nicht an. Dann habe ich auch auf den Botsocks beispielsweise gefärbt. Auch wieder schön knallig. Aber auch auf. Oh ja, stimmt. Dann habe ich angefangen. Ich habe ein paar Minis auch noch reingehauen, also 20 Gramm Minis. Und hatte dann die Möglichkeit, auch ein paar Soft Socks Sets zu machen. Also ein 100 Gramm Strang mit einem passenden Mini dazu. Auch gefärbt habe ich aber auch beispielsweise auf der Soft Decay. Dann, ich habe auch noch ein bisschen auf der Merino Aran gefärbt. Die habe ich jetzt gleich hergeholt, die liegt da hinten. Und ja, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, viel Freude bereitet und ja, ich habe mich so wieder richtig in meinem Element gefühlt. Jetzt ist es allerdings, was ich gefärbt habe, für ein Shop-Update recht unübersichtlich und wild durcheinander. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich ja auch noch ein paar Garne aus dem Hause Atelier Zitron habe, und auch noch Stricknadeln, zum Beispiel von Haya Haya. Moment, jetzt zeige ich erstmal ein Garn. Zum Beispiel die Infinito, ein Verlaufsgarn. Da habe ich mir, oh Gott, da müsst ihr mal in den Folgen zurückgucken. Genau aus der Farbe habe ich mir ein Tengia zum Beispiel gestrickt, hier mit der Wolle. Das habe ich. Dann habe ich noch von Haya Haya verschiedenes Zubehör, wie beispielsweise diese kleinen netten Döschen, die man Maschenmarkierer reinpacken könnte oder was man eben so als Stricker um sich herum braucht. Oder ich habe auch noch Stricknadeln. Das hier sind jetzt beispielsweise die Bambus in der Stärke 4 mm, aber ich habe auch noch die Sharps und oh mein Gott, so viele Maschenmarkierer. Ich gucke gerade, was da alles dabei ist. Maßbänder sind noch dabei. Zopfnadeln, wie heißt es? Maschenraffer habe ich noch da. Dann natürlich auch die austauschbaren Nadeln oder die Fixed Circulars. Also wirklich alles Mögliche von Haya Haya habe ich auch noch da. Aber eben aktuell nicht verfügbar im Shop. Hauptgrund ist der Versand. Ich weiß nicht, wie ich es mit dem Versand planen soll mit der Kleinen. Und deswegen habe ich mir etwas überlegt. Und zwar eine Überraschung. Und zwar wird es sehr, sehr bald. Ich muss gucken, wann. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ja. Dazu dann gleich mehr. Auf jeden Fall wird es eine Überraschung geben, und zwar die Shebot Surprise. Genau geplant habe ich es ehrlich gesagt noch nicht, aber bei der Shebot Surprise ist es so, ihr könnt die bestellen. Sehr wahrscheinlich zu zwei oder drei verschiedenen Preisangeboten und werdet dann eben sehr vergünstigt eine Überraschungskiste oder Tüte, je nachdem, welchen Betrag ihr wählt, ergattern können, indem dann total durcheinander irgendetwas drin ist und eben diesem Wert entspricht. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ob das dann so sein wird, kann ich nicht versprechen. Aber angenommen, der Wert einer Box liegt bei 90 Euro, dann zahlt ihr nur 70 Euro oder 65 Euro, ich weiß es nicht genau, und bekommt eben diese Überraschung. Und da kann drin sein, alles eben aus dem Hause Atelier Zitron, irgendwelche handgefärbten Garne von mir, Strickzubehör, Anleitungen nicht, die gibt es nur zum Download. Und ja, deswegen, ich freue mich total drauf und freue mich auch darauf, die zusammenzustellen und hoffe, ihr habt auch Lust. Und so kann ich das dann auch gut planen mit dem Versand. Da müsst ihr dann,
Ja, da schaut ihr dann am besten. Ja, wie machen wir das? Ja, ihr abonniert einfach meinen Newsletter, denn so erfahrt ihr am schnellsten alle Infos, die ihr braucht. Dazu geht ihr wieder auf meine Website und klickt einfach auf Newsletter abonnieren, tragt euch für den ein und dann schicke ich den, sobald ich weiß, wann das Shop-Update, das Mini-Shop-Update sein wird, wann es die SheWood Surprise geben wird. Das erfahrt ihr dann eben im Newsletter rechtzeitig. Und alle anderen werden es dann auch etwas später, wahrscheinlich erst, wenn es soweit ist, auf Instagram, Facebook, Ravelry und wo ich sonst noch überall bin, auch erfahren. Aber der Newsletter ist wirklich, ja, die beste Möglichkeit, dass ihr es ganz, ganz früh erfahrt und rechtzeitig dabei sein könnt. Also, ich hoffe, ihr freut euch drauf und vielleicht machen wir dann so eine Runde, nämlich nochmal, weil ich richtig Lust habe, nochmal zu färben. Ja, jetzt spicke ich. Was habe ich noch? Ja, das war eigentlich schon der große, wichtige Teil an Wolle, den ich euch zeigen kann. Ich habe ja in letzter Folge, das war zu schnell, aber ich habe ja in der letzten Folge gemeint, wer Fragen hat, kann die mir gerne stellen. Und die Überlegung war, ob ich eine extra FAQ-Folge aufnehmen soll. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht splitte ich die Fragen vielleicht doch lieber auf und hänge die hinten dran. Und ja, ich habe mir drei Fragen herausgesucht. Und die werde ich jetzt einfach beantworten. Und die haben tatsächlich alle mit dem Thema Färben zu tun. Deswegen fand ich das ganz gut, die so zusammenzupacken. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mir jederzeit entweder auf Ravelry per E-Mail, über Instagram und so weiter, ihr wisst es langsam, stellen und ich schaue, dass ich die am Ende einer Episode dann beantworte. Ihr könnt natürlich auch unten in die YouTube-Kommentare packen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die unten in die Kommentare rein. Sogar noch einfacher für mich zum Nachschauen. Gut, also, jetzt muss ich mal... Genau, die erste Frage, die ich bekommen habe, ob ich denn irgendwann mal ein Färbetutorial machen will und das eben als Video hier auf YouTube zur Verfügung stellen will. Und die schnelle Antwort ist, nein. Es gibt so viele Tutorials da draußen und auch andere Handfärber, die Tutorials zeigen, wie man färbt. Und ja, schaut euch einfach die an, denn ja, ich habe eben gerade aktuell viel zu wenig Zeit dafür. Und deswegen, nein, ist mir auch zu umständlich, die Bearbeitung, die Kamera aufstellen und ja, nein. Nein, also zumindest aktuell, nein, von mir wird es keine Färbetutorials geben. Dann, ja, die nächste Frage war, wo ich denn eigentlich färbe? Ja, ich habe ein Färbestudio. Ich habe jetzt kein Bildmaterial und ich zeige es jetzt auch nicht, weil es nämlich etwas chaotisch aussieht, gehe ich nicht mit der Kamera mit euch rüber. Aber ich habe eine Küche und einen großen Raum und dort wird eben gefärbt. Wer aber Einblicke darin haben will, der kann wirklich mal auf Instagram schauen. Da kann man, hat man ja die Möglichkeit, so Highlights zu machen. Und eines dieser Highlights heißt Dyeing. Und wenn ihr da reinklickt, dann bekommt ihr einen kleinen Einblick, wie mein Färbestudio aussieht. Ja, und die letzte Frage, die ich tatsächlich öfter bekommen habe und an all diejenigen, die mir diese Frage gestellt haben, ist: Mir leid, dass ich nicht direkt geantwortet habe, weil ich wirklich überlegt habe, wie ich das richtig verpacke, damit ich da nichts Falsches sage. Und zwar ist die Frage gewesen, ob ich denn auch gefärbt habe, als ich schwanger war. Und wer mir in der Zeit gefolgt hat und aufgepasst hat, ja, ich habe gefärbt. Was mir dabei allerdings ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist, Sicherheitsvorkehrungen sind wirklich enorm wichtig. Auch so, wenn man nicht schwanger ist. Ich sehe oft, sind wir wieder beim Thema Tutorials, Leute, die sich filmen, während sie Wolle färben und keine Maske aufhaben. Und die Begründung ist dann, ja, weil ihr mich dann schlecht verstehen könnt. Ich kriege da wirklich die Krise. Also man braucht eine, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, eine gute Maske. Es gibt auch Bilder von mir, wie ich diese Maske aufhabe. Da könnt ihr mal auf Instagram schauen. So eine Maske braucht man beim Färben. So ein kleiner OP-Lappen ist da eher nicht das Wahre, aber besser als nichts. Man braucht Schutzkleidung, man braucht Handschuhe, damit die Farbstoffe nicht in die Haut eindringen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe mich ja dazu entschieden, während der Schwangerschaft
zu färben, aber es ist keine Empfehlung von mir und es ist auch kein, wie nennt man das, kein Freischuss, ihr wisst. Also es ist nicht, dass ich dann euch damit sagen will, okay, du bist schwanger, du wirst färben. Ja, klar, tu's. Es ist ein, muss jeder für sich selbst entscheiden und ja, darüber nachdenken, wie man es, wenn man es machen will, richtig macht. So viel dazu. Deswegen ist vielmehr etwas schwer, ob ich die Frage überhaupt in einem Video beantworten will, weil es könnte auch nach hinten losgehen. Aber ja, ich habe während der Schwangerschaft gefärbt, aber eben sehr auf die Sicherheitsmaßnahmen geachtet. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende. Ich rase durch, aber ich habe auch nicht so viel freie Zeit. Ihr wisst ja, kleines Baby, die übrigens immer, immer, immer süßer und immer, immer schlauer wird. Und ich könnte dazu eine extra Folge aufnehmen, wie gern ich Mama bin und wie toll ich meine Tochter finde. Aber wir sind ja hier bei Schibotgarne und deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Hoffe, dass ihr ganz schnell den Newsletter abonniert, damit ihr eben wisst, wann es die SheBird Surprise geben wird. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso darüber freut. Und wenn ihr Fragen habt, jeglicher Art, unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Einschalten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.